14 irgendwelche Weichen gelegt wurden, davon sind ja auch die Analysten von Deagle.com überzeugt. Diese militärisch ausgerichtete Webseite, deren Betreiber gerne anonym bleiben, führt unter anderem eine Länderliste mit Statistiken und Projektionen für die nahe Zukunft. Wir sehen hier zum Beispiel China mit 1,38 Milliarden Menschen, die USA mit 326 Millionen Menschen und Deutschland mit rund 80 Millionen, was der aktuellen Situation entspricht. Klicken wir jedoch hier auf Forecast 2025, also auf deren Projektion für das Jahr 2025, dann ändern sich die Werte dramatisch. Bei den Chinesen tut sich noch nicht viel, aber was ist mit den USA passiert? Nur noch 99 Millionen Einwohner von 326 Millionen. Das entspräche einer Bevölkerungsreduktion von 70%. Was ist mit den restlichen 230 Millionen Amerikanern passiert? Und wie sieht diese Zukunft eigentlich für Deutschland aus? Hier tief unten haben wir Deutschland und auch für uns sagt Deagle.com eine Bevölkerungsreduktion voraus, und zwar runter auf 28 Millionen. Über 50 Millionen Deutsche werden sich demnach in wenigen Jahren in Luft auflösen, meint diese Seite, ohne dass eine Abwanderung in andere Länder erkennbar wäre. Interessant ist, dass Deagle.com erst seit kurzem von einer drohenden Bevölkerungsreduktion für Deutschland ausgeht. Vor 6 Jahren, also im Jahre 2014, sah die Zukunft für Deutschland noch nicht so düster aus. Die Bevölkerung würde nur geringfügig auf 79 Millionen sinken, wurde damals prophezeit, wie wir den Archiven und Aufzeichnungen des Jahres 2014 entnehmen können. Doch dann kam der Schlussstein mit der Kantenlänge 666 zu den Guidestones, und keine 6 Monate später, im Jahre 2015, korrigierte Deagle.com die Bevölkerungsentwicklung für Deutschland dramatisch nach unten. Ein weiteres Jahr später wurde der Wert nochmal angepasst und dann ging es nochmal um fast 10 Millionen Einwohner runter bis 2018, die Prognose für Deutschland für das Jahr 2025 endgültig auf 28 Millionen Bürger festgesetzt wurde. Diese Entwicklung begann, wie bereits erwähnt, als dieser Schlussstein im Jahre 2014 in die Georgia Guidestones eingesetzt wurde und das direkt neben dem Gebot, die Weltbevölkerung auf unter 500 Millionen zu reduzieren. Nach Deagle.com dauert es nicht mehr lange, bis